Hallo, ich bin Olivia. Heute nähen wir zusammen diesen praktischen, kuscheligen Schlafsack für das Baby. Er ist bequem, ohne einzuengen und einfach zu nähen. Mit Volumenvlies gefüllt und dadurch schön warm. Eine schöne Geschenkidee und mit Liebe gemacht. Das Schnittmuster für den Schlafsack in drei verschiedenen Größen findet ihr in einem getrennten Video. Die Baumwollstoffe und das Vlies am besten vorher waschen. Da es sich um verschiedene Stoffe handelt, können sie auch unterschiedlich einlaufen. Und das wäre ja am Ende nicht schön. Und wenn ihr schon dabei seid, eventuell auch noch den Reißverschluss gleich mitwaschen oder ganz heiß bügeln. Ich lege den Stoff immer in einen Wäschebeutel, damit er nicht zu stark ausfranst. Nach dem Waschen die beiden Stoffe gut bügeln. Da die seitlichen Webkanten den Stoff oftmals etwas zusammenziehen, schneide ich sie vor dem Zuschnitt einfach ab. Oder ich mache ein paar Einschnitte, sodass ich die Webkante besser dehnen kann. Nach dem Waschen also alle Teile zuschneiden, das heißt den Außenstoff, den Innenstoff, das Vlies und zwei schmale Streifen, um den Reißverschluss zu verlängern. Beim Zuschneiden legt ihr das Rückenteil auf den Stoffbruch, das Vorderteil daneben und fixiert alles mit Stecknadeln. Das Vorderteil ist nicht dem Stoffbruch zugeschnitten. Wenn der Stoff eine Musterrichtung hat, so wie hier bei meinem Außenstoff, müsst ihr beide Teile in die gleiche Richtung legen. Wenn er allerdings keine Musterrichtung hat, so wie bei meinem Innenstoff, könnt ihr etwas Stoff sparen und eines der beiden Teile andersrum legen. Wenn euer Außenstoff sehr dünn ist, könnt ihr eventuell ein bisschen Flisseline da aufbügeln, wo später der Druckknopf hin soll. Ich schneide das Volumenvlies nur so in etwa zu, da ich dieses als erstes an den Innenstoff befestige und beim Annähen kann es noch ein bisschen verrutschen. Wir haben jetzt zwei Vorderteile und ein Rückenteil vom Außenstoff und zwei Vorderteile und ein Rückenteil vom Innenstoff. Ein Reißverschluss, der in meinem Fall 60 cm lang ist und den ich mit zwei Stoffresten verlängere. Wenn ihr einen Reißverschluss findet, der länger ist, könnt ihr euch das Verlängern natürlich sparen. Allerdings sind lange Reißverschlüsse meistens etwas gröber und deshalb für Babykleidung nicht geeignet. Zuerst bereite ich alle Teile vor, sodass das Nähen später ganz einfach wird. Als erstes befestigen wir das Volumenvlies an den Innenstoff. Benutzt zum Zusammenstecken am besten Nadeln mit bunten Köpfen, damit sie nicht im Vlies verschwinden und hinterher das Baby verletzen. Zum Annähen habe ich einen Geradstich gewählt. Nur in der vorderen Mitte, da wo der Reißverschluss hin soll, habe ich das Vlies mit einem Zickzackstich befestigt, damit es schön flach anliegt, wenn ich den Reißverschluss annähe. Das Nähen von Volumenvlies geht am besten mit einem Obertransportfuß. Wenn ihr einen einfachen Nähfuß benutzt, kann es sein, dass der Stoff vor dem Nähfüßchen etwas staut. Deshalb hin und wieder anhalten, mit gesenkter Nadel das Füßchen hochheben, alles glatt streichen und weiter nähen. Eventuell auch noch den Füßchendruck vermindern. Wenn alles angenäht ist, das überstehende Vlies abschneiden. Werft die Reste vom Vlies nicht weg, ihr könnt damit mit ein paar Stoffresten noch ein Kuscheltier füllen. Und nun verlängern wir den Reißverschluss. Zum Verlängern nähen wir zwei Streifen, einmal Außenstoff und einmal Innenstoff, unten an den Reißverschluss. Diese Streifen habe ich etwas breiter zugeschnitten, damit ich sie besser annähen kann und die Maschine den Stoff nicht frisst. Zuerst legen wir den Streifen vom Innenstoff rechts auf den Reißverschluss. Näht dabei ganz langsam, eventuell auch mit dem Handrad, damit die Nähmaschinennadel nicht abbricht. Dann den Streifen vom Außenstoff auf der anderen Seite annähen. Ihr könnt eventuell auch noch von oben absteppen. Seitlich den überstehenden Rand abschneiden, sodass die Streifen die gleiche Breite vom Reißverschluss haben. Und jetzt nähen wir den Reißverschluss ein. Dazu legen wir den Reißverschluss rechts auf das Außenteil. Das heißt, die schöne Seite vom Reißverschluss liegt auf der schönen Seite vom Außenteil. Der Stopper befindet sich 1 cm unter der oberen Schnittkante. Mit Nadeln feststecken und mit dem Reißverschlussfüßchen zuerst auf einer Seite in der gesamten Länge annähen. Das sieht dann so aus. Und im nächsten Schritt nähen wir auch die andere Seite vom Außenstoff an den Reißverschluss. Achtet darauf, dass auch hier der Stopper 1 cm unter der Schnittkante liegt. Auf der rechten Seite sieht das Vorderteil jetzt so aus. Das Ganze jetzt kurz bügeln und nun befestigen wir auch den Innenstoff mit Nadeln an den Reißverschluss und nähen ihn entlang der ersten Naht fest. Natürlich auch hier auf beiden Seiten.
Von der rechten Seite sieht der Schlafsack jetzt so aus und von der linken Seite so. Und jetzt versäubern wir die zwei Vorderteile und die beiden Rückenteile im oberen Bereich, das heißt also am Armausschnitt, an der Schulter und am Halsausschnitt. Beim Rückenteil ist das ganz einfach. Wir legen den Außenstoff und den Innenstoff jeweils rechts aufeinander, das heißt die schönen Seiten zeigen jeweils nach innen und nähen alles mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. In den Rundungen, besonders im Bereich der Träger, müsst ihr ganz langsam nähen. Hin und wieder das Nähfüßchen bei gesenkter Nadel anheben, den Stoff etwas drehen, aber nicht zu viel, damit keine Ecken entstehen. Am besten geht das, wenn ihr eine ganz kleine Stichlänge wählt, zum Beispiel 1,5 mm. Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass es auf der Schulter besser gewesen wäre, wenn ich die Nahtlinie mit einem Bleistift eingezeichnet hätte, damit beide Seiten auch wirklich gleich aussehen. Das Vorderteil muss etwas anders zusammengesteckt werden. Ich stecke zuerst immer eine Klammer, damit ich weiß, welche Teile zusammengenäht werden müssen. Dann öffne ich den Reißverschluss, knicke eines der beiden Schultern nach unten und knicke das Teil noch einmal zur Hälfte, so wie auf dem Foto. Den Schulterbereich der anderen Seite jetzt rechts aufeinanderlegen, stecken und zusammennähen. Und das gleiche machen wir jetzt noch einmal mit der anderen Schulter. Anfang und Ende der Nähte natürlich immer verriegeln. Damit der Stoff nach dem Umdrehen schön glatt anliegt, die Nahtzugaben bis auf 3 bis 4 mm zurückschneiden. Und hinterher machen wir in den Innenrundungen noch viele kleine Einschnitte. Achtet allerdings darauf, dass ihr nicht in die Naht schneidet. Im Schulterbereich, da wo die Rundung nach außen geht, kleine Dreiecke ausschneiden, damit sich die Nahtzugabe nach dem Umdrehen nicht staut. Wenn euer Volumenvlies sehr dick ist, könnt ihr es in den Nahtzugaben noch ein bisschen zurückschneiden. Das Ganze jetzt umdrehen und von der rechten Seite sieht der Schlafsack jetzt so aus und von der linken Seite so. Und als nächstes nähen wir das Vorderteil und das Rückenteil zusammen. Bevor wir jedoch alles zusammennähen, müssen wir zuerst im Außenstoff den Bereich zusammennähen, also ca. 20 cm, wo im Innenstoff später die Wendeöffnung hinkommt. Dazu legen wir die beiden Teile rechts auf den Tisch und stecken zwei Klammern dahin, wo die Wendeöffnung hin soll. Dabei helfen uns die Markierungen der Schnittteile. Und dann nähen wir, nur im Außenstoff allerdings, 20 cm mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Bevor wir jetzt noch den Rest zusammennähen, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Damit die beiden Nähte unter dem Armausschnitt perfekt aufeinandertreffen, stecken wir die beiden Nähte mit einer Stecknadel zusammen und nähen dann eine ganz kurze Naht von ca. 4 cm nur unter dem Armausschnitt, ohne Vor- und Rückstich. Wenn auf der rechten Seite dann alles perfekt aufeinander trifft, können wir weitermachen. Jetzt legen wir also alle vier Teile übereinander und nähen mit 1 cm Nahtzugabe alles zusammen, einmal rundherum. Denkt aber daran, die Wendeöffnung offen zu lassen. Das geht am besten, wenn ihr auf der Seite des Außenstoffes näht. Anfang und Ende immer gut verriegeln. Und jetzt können wir den ganzen Schlafsack durch die Öffnung ziehen. Bevor wir die Wendeöffnung schließen, kontrollieren wir am besten alle Nähte, um sicher zu sein, dass wir auch wirklich alle Stofflagen zusammengenäht haben, sowohl von innen als auch von außen. Die Wendeöffnung schließen wir mit dem Matratzenstich. Und die Träger könnt ihr nach Belieben mit Druckknöpfen oder mit Knöpfen und selbstgemachten Knopflöchern verschließen. Das Schnittmuster für den Schlafsack in drei verschiedenen Größen findet ihr in einem getrennten Video. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachnähen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal!